So, ab sofort Cosplay Rex. Captain Rex. Passt irgendwie zu mir, wenn ich im Bad ein bisschen mache. Ja, ein bisschen schminken lasse, die Brille weg, bin ich Captain Rex. Ja, Captain Rex als Cosplay 2018. Eher nicht, dies Jahr wohl nicht. Muss ich schauen, ob ich zu E8 schon als Captain Rex oder E9. Muss ich schauen, wie gesagt. Passt aber. Captain Rex, habe mich entschieden, daraus Cosplay zu machen, mir die Teile zu besorgen und dann, ja, ne? Als Soldat, als Star Wars Soldat, we love Star Wars, bleibt Star Wars. Ne? Ja. Bin auch noch gerade hier am Arbeiten und ich habe da gleich was. Dennoch heute mal in anderer Sache unterwegs, weil Amazon ist ja mal getestet worden, viel bei Amazon bestellt. Amazon selbst, irgendwie kann man nicht in die Schuld verweisen, aber langsam reicht es. Ob es jetzt an Star Wars Figuren liegt, weiß ich nicht. Es wurde ja eine Menge geliefert und es wurde Schrott geliefert, es wurde benutzte Ware geliefert. Und jetzt ist die Krönung ausgerechnet am Geburtstag, am 19.06.2017. Amazon behauptet mit ganz vielen Rufzeichen, dass sie geliefert hätten, was natürlich nicht stimmt. Grüße! Hi! Heute, wie gesagt, auch in eigener Sache. Vielleicht passiert euch das ja auch. Ihr bestellt halt online, viele bestellen online und vor allen Dingen ganz viel bei Amazon. Dass der Einzelhandel stirbt, wissen wir mittlerweile und wenn er mal richtig gestorben ist, werden wir ja merken, was los ist. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, auch wir haben jetzt Restbestände bei Amazon bestellt und gestern war ja, wie gesagt, Happy Birthday, also es war bis 19:30 hier richtig was los und mit Kunden bis 18 Uhr. Und wir waren also hier bis um 19:30 Uhr, also 19.30 Uhr. Obendrein hatten wir dann auch noch Computer-Updates und somit hätten wir an sich noch länger bleiben müssen. Aber ne, durch diese ganzen Aktivitäten des Geburtstagsfeiern und so waren wir ja auch sehr viel draußen. Und Sonne genossen, jetzt gleich nach dem Videodreh gehe ich auch ein paar Minuten raus und genieße wohl die Sonne, weil die Gleiste heute ist ja weit über 30 Grad heute und darauf wollte ich jetzt aber nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, es könnte vielleicht an der Wärme liegen, könnte. Also angeblich um 18.45 Uhr wäre, genau, grüße, hallo. Hallo. Kein Scherz, man hat, wie gesagt, nur Ärger. Wir haben insgesamt 6 Einheiten, die kommen müssten, die angeblich gekommen waren, die aber gar nicht in Wirklichkeit ausgeliefert wurden. Einer hatte sich gerade entschuldigt, wäre ein bisschen warm und der Disponent schickt einen nach links, nach rechts und dann auf einmal mittendrin wieder nach links. Die sind halt ein bisschen sauer. Aber er ist soeben eingetroffen hier. Mal gucken, ob das für den einen Kunden ist. Vermute ich aber nicht. Also verpacken können die immer gut, da brauchen wir uns nicht mehr unterhalten. Doch, ist genau die, die er haben wollte. Ja. Ne? Den Antilles. Hi, Grüße. Na, wie geht's? Ach, man schlägt sich. Also wie gesagt, die ist angekommen. Eine fehlt noch, das ist nicht so schlimm, aber trotzdem ärgerlich. Die entschuldigen sich, dass sie, also ist nicht mehr DHL, was da kommt, das sind irgendwie so selbstständige Fahrer. Ja. Lieber Kunde, Fanchoice 5 ist angekommen, euer Captain Antilles. Über den Preis müssen wir uns dann unterhalten, ja, ist also gekommen. Ja, müssen wir uns dann unterhalten. Ich habe auch gerade wieder einen Filmauftrag angenommen, ziemlich großen. Bin ich also auch wieder pressiert hier. Und dann habe ich auch wieder Bestellung. Also hier kann man noch vor Ort bestellen. Ja. Die Ware, die man braucht, habe ich auch gekriegt für Film-Foto-Bearbeitung. So,
Also wie gesagt, eine Figur fehlt dann halt noch. Angekommen, auch die Figur. Ne? Nennt sich auch Schnapper. Schnapperfit. Schnappfit. Ne? Ist ein Schnäppchen. Ist ein Schnäppchen. Mal schauen, wie günstig das gute Stück mal wird. Weil im Moment gar nicht so auf dem Verkaufstrip, sondern im Einkaufstrip. Also mehr einkaufen als verkaufen. Wie gesagt, eine Figur fehlt noch. Diese Figur hier müsste man gucken. Könnte man an sich ziemlich kostengünstig verschicken. Den Antilles. Ich werde den lieben Kunden dann nochmal ansprechen. Vielleicht hat er ja schon bekommen. Ich hatte ihm ja einige Adressen gegeben, wo er diese Figur beziehen hätte können. Vielleicht hat er sie ja auch schon bezogen. Ein gutes Stück bei Amazon, gerade kontrolliert, 42 Euro. Ne? Captain Antilles laut Amazon 42 Euro. Grüße, hi! Heute ist überwiegend Bestelltag, deswegen muss ich zwischendurch einmal ausmachen. Viele brauchen DVDs, weil, sag ich ja, Einzelhandel stirbt um mich herum. Wie gesagt, Spielwaren ist weg, DVD ist weg. Also so Einzelläden, wo man nur Spielwaren bekam, wo man nur Filme bekam, DVD, Blu-ray und so weiter. Man kann hier also nicht mal irgendwo rein und was bestellen und mitnehmen. Es gibt halt viele, die halt nicht online bestellen möchten. Ich habe es jetzt halt mal versucht, bei Amazon einen Kunden einen gewissen Film zu besorgen, was nicht so einfach ist. Ich muss mir irgendwie was einfallen lassen. Wir sind halt eine Werbungsfirma und man könnte das also auch für einen Kunden was machen. Daran arbeite ich, dass die Kunden wirklich bestellen können und wir denen wirklich versuchen, die Ware zu bekommen. Lesbian Vampires wollte jemand unbedingt haben. Und den gibt es also, wie gesagt, bei Amazon nur im Streaming, kann man eben gucken oder halt sich in seine Bibliothek kaufen für 7,99 Euro. Da hat man ja nichts von, weil dann hat der Kunde ja nichts davon. Wir haben gerade mal drauf gedrückt. Wir wollten also eine DVD oder Blu-ray haben und haben, wie gesagt, den Film plötzlich gehabt auf unsere Bibliothek. Brauchen wir nicht. Also ich wollte den Film Lesbian Vampires, wollte ich mir jetzt gerade nicht angucken. Sondern der Kunde wollte ihn unbedingt haben. Wie Krull oder 60 Sekunden, Director's Cut, da kommen wir dran. Also Krull haben wir jetzt besorgt für den Kunden und 60 Sekunden mit Nicolas Cage haben wir auch besorgt. In Director's Cut, da habe ich mir den sogar für mich persönlich auch direkt bestellt, weil ich sehe den Film sehr gerne, warum nicht mal in voller Version, weil meistens sieht man ihn ja draußen nur in Cut-Version. Wie viele Minuten länger der ist, habe ich jetzt auch nicht überlegt. Ich bin jetzt auch einfach nach dem Preis gegangen. Und da sind wir beim Punkt. Wir gehen alle mittlerweile nur noch nach dem Preis. Wir gehen also nicht mehr, wir sehen nicht mehr die Nachhaltigkeit. An sich Einzelhandel ist Nachhaltigkeit, weil man da reingehen kann, mit einem reden kann. Man kann sich die Ware wirklich anschauen und man kann auch handeln. Weil ist manchmal möglich, weil online ist es nicht möglich. Und wenn man es dann hat, ist Pech. Sowas gibt es ja mittlerweile auch. Man bestellt im Internet, dann kriegt man keine Rechnung. Ich brauche Rechnungen. Ich muss das einreichen. Ich muss das gegen die Steuer einbringen. Das ist hier ein Geschäft. Das ist nicht privat. Wenn hier was gekauft wird, wie gerade so eben eine Figur bestellt worden war, Captain Antilles, dann brauche ich halt eine Rechnung, um da die Ware dann an den Kunden weiterzugeben. Ne? Der Fluss muss ja sein. Einkauf muss nachgewiesen werden und der Verkauf muss auch nachgewiesen werden. Wie gesagt, im Moment haben wir reichlich viel zu tun und das Wetter ist auch manchmal, ich wollte gerade raus und schwupp war die Sonne weg, fand ich dann nicht so lustig. So mal so 20 Minuten Sonne tanken macht auch Spaß. Also Amazon. Die wollen also auch ganz viel Geld machen, nur Geld machen und treiben die Auslieferer in den Wahnsinn. Ich habe ihn gerade gefragt, hör mal, was sollte das? Gestern Abend angeblich, entschuldige, aber das Wetter, ich hatte keinen Bock. Er war ehrlich, er hatte keinen Bock. Ja, der Fahrer hatte keinen Bock, war kein DHL-Fahrer, keine Ahnung. Irgend so ein
Subunternehmer, selbstständiger Subunternehmer, ja, der Pakete ausfährt. Auch nicht schlecht. Da wird alles kunterbunt, gemütlich hier in Deutschland. Verstehen tut man die eh nicht, weil das sind andere Landsleute oder Glaubensrichtungen, weil die total vermummt plötzlich vor der Tür stehen und einem das Päckchen bringen. Also letztens habe ich Ware bekommen, ja, über Amazon geliefert von einem Privat. Also ist privat. Das war ein Privatauto. War ein Privatauto, der lieferte Päckchen aus. Wenn ihr das alles so haben wollt, dann kauft weiter bei Amazon. Dann lasst zu, dass die Einzelwarenfachgeschäfte sterben. Mir ist das egal, wie gesagt, das ist also nebensächlich und ist auch immer nur eine Special-Figur da, so wie Captain Attilis. Bei mir ist er günstiger, das kann ich schon mal sagen. Ich habe gerade bei Amazon mal reingeguckt, ist der Captain Attilis, kostet gerade da 42 Euro. Ja, 42 Euro wollen die für Captain Attilis haben. Bei mir kostet er 29,95. Sag ich jetzt einfach mal so. Doch, ist 29,95, kein Thema. Da ist leider noch kein Porto drin, da muss ich gucken. Käme vielleicht 3,90 Euro Porto zu. Könnte passieren. Kommt drauf an. Ja, so ungefähr. Na? Ja. Ja, mal eben, also hier vor Ort sowieso. Hier vor Ort gibt es immer Prozente. Hier vor Ort können wir immer noch drüber sprechen. Das kriegen wir hin. Na, das kriegen wir hin. Ist überhaupt kein Thema. Und wenn ihr weiterhin, also wie gesagt, zuhört, also mit Amazon zum ersten Mal, wie gesagt, Amazon so richtig geprüft, also die Ware war grottenschlecht geliefert worden, grottenschlecht. Also wir hatten, okay, war ja nicht schlimm, war ja für den Kunde, wir haben es weitergereicht, wir haben die Verpackung dann halt neu gemacht, ist klar, weil so geben wir die Ware nicht ab. Kunde braucht gewisse Figuren, die haben wir ihnen dann auch günstig besorgt. Und ich habe auch gerade reingeguckt bei Amazon, die sind jetzt mittlerweile 16 Euro teurer, wie sie es damals besorgt haben, aber so schnell geht das. Die sind dann in eine Badelatschen-Garnitur gekommen, kein Scherz. Also die Figuren waren in einer Badelatschen-Garnitur, Schuhgröße 46. Wir machten das alle auf, waren die Figuren da drin. Also so, Adidas, Badelatschen, Garnitur machen auf, sind die Figuren da drin. Ohne Rechnung, ohne alles. Das war also auch wieder so eine Sache, an die Rechnung zu kommen. Ist hin und wieder, wie gesagt, sehr lustig, das Ganze über Amazon. Das ist nämlich manchmal Wald- und Wiesenschrat, die über Amazon einkaufen. Einmal haben wir sogar eine Negativbewertung abgegeben. Da wurden wir sofort recalled. Können wir nicht machen, um Gottes Willen, bloß keine Negativ. Wir werden sonst bei Amazon gefeuert. Wir müssen dann Arbeitsplätze abbauen, weil wir dann nicht mehr handeln. Also ein Quatsch. Also ist schon bei Amazon ist vieles negativ aufgefallen. Macht man da, wie gesagt, eine Negativbewertung, dann darf man das wird nicht veröffentlichen. Also Negativbewertungen werden bei Amazon so gut wie gar nicht veröffentlicht. Nur positiv. Also bei Amazon läuft eh alles ein bisschen schräg. Amazon selbst kann man nicht böse sein. Wie gesagt, es ist nur ein Marktplatz. Es ist so eine Idee eines luftleeren Raumes, der mit Luft und Ware dann gefüllt wird und die Leute dann sich da, ne, gegenseitig verkaufen, miteinander verkaufen oder weiterleiten und so weiter. Also ich bin absolut dagegen, ja, gegen online, weil ich kaufe online ein und soll die Ware dann auch online wieder verkaufen. Totaler Quatsch. Also wie gesagt, ich kaufe eine Figur für einen Zehner und ein paar Sekunden später kostet die dann schon einen Zwölfer, also 12 Euro. Also Leute, wenn ihr das alles mögt, macht es. Ist mir egal. Ich werde zu Captain Rex, also ich werde wahnsinnig, ich werde Soldat, ich werde Captain Rex, das Alter passt, Aussehen passt auch für Captain Rex, muss ich mir halt ein bisschen mehr im Bart, im Notfall rasieren und einen Bart dran. Kein Thema, gefällt mir. An die Kluft komme ich auch noch ran. Irgendwas mache ich. Ich schau mal. Wie gesagt, DVD, Blu-ray bestellen, habe ich ja genug hier. Kann man mal gucken. Wie gesagt, der DVD-Laden hat geschlossen, der macht nicht weiter. Und Spielwaren macht auch nicht weiter. Ich muss mal gucken, ob ich vor Ort das hier anbiete. Also, wir haben genug da. Besorgen kann man es auch. In Sekundenschnelle kann man es besorgen. Auf dem Lager, wenn es auf dem Lager ist, kann man die Ware einkaufen und dann geben. Meine lieben Freunde,
Ich bedanke mich jetzt im Nachhinein noch einmal für den 19.06. Es rauschen noch ein paar andere, also nachträgliche Rauschen noch rein. War super. Es war super, mal online gefeiert zu haben. Ja? Weil real sind ja leider nicht mehr so viele da. Ist halt so. Wir sterben alle. Und das passiert halt. Aber wenn man sich online halt noch online Geburtstag feiern kann, macht dann auch noch tierisch viel Spaß. Euer Captain Rex, so könnt ihr mich ab sofort nennen. Captain Rex. Ich werde Captain Rex. Ich werde zu Captain Rex. Ich kriege das hin. Ich werde auch sicherlich irgendwann mal mit Captain Rex Kluft hier sitzen und euch irgendwas denke ich mir aus. Ich kriege das hier mit Captain Rex. Und das wird eine lustige Geschichte. Weil das passt zu mir. Captain Rex passt zu mir. Gab auch einige so Trooper, Soldaten. Na? Beach-Soldaten hier von Rogue One. Die Kluft, das ist schätzungsweise die Tochter, die sagt, die ist aus der Schule. Nee, doch nicht. Sagt sie doch nicht. Das ist wenig Verkehr, meine lieben Freunde. Wenig Verkehr ist mir gerade gemeldet worden. Ich glaube bei dem Wetter. Ja, wer verkehrt denn schon bei dem Wetter? Da hat doch keiner Lust. Ja, also wenig Verkehr um 14 Uhr. 14 Uhr in der Stadt Essen, wenig Verkehr. Ihr seid immer noch hier bei Star Wars Foto, Film, Figuren, Cosplay, Fans, Stadt Essen, Club. So, der bleibt, der ist auch verdammt lange. Wird auch so auch noch fertig gemacht. alles klar. Ich hatte vorhin gefragt, wenn Anakin Skywalker, der Auserwählte, war, wieso wurde er dann so? Ne? Ich wollte an sich Jesus da, Superstar, an sich wollte ich da hinaus, aber ich kriege so eine Antwort wie, ja, warum wohl wurde er so, der Anakin, der Auserwählte? Er hatte sich verliebt und hatte Visionen, dass Padme stirbt und Palpatine hat ihn zum dunklen Seite bekehrt, weil er sagte, er könnte sie daran retten, also er könnte Padme retten. Wissen wir doch alle, wir kennen die Filme, wir haben sie alle gesehen. Wie gesagt, ich habe jetzt 40 Jahre gebraucht, um Episode 8 sehen zu können. 40 Jahre habe ich jetzt hier auf dem Puckel an Warteschleife. Ne? Und wenn im Jahr 2020, da bin ich weit über 60, dann habe ich dann endlich mal E9 dann gesehen. Dann habe ich 60 Jahre meines Lebens gewartet, um Episode 9 zu sehen. Seht die Beiträge als Schmunzelbeiträge. Denkt dran, ich bin ab sofort Captain Rex, klar. Captain Rex, ich versuche auch, so wie Captain Rex zu sprechen, mich zu begeben, also zu geben. Ich muss nur gucken, wo der rumschwirrt. Bei Rebels kann man den ja ein bisschen ablunsen. Ansonsten muss ich mir ein paar Sequenzen aus dem Netz suchen, um mich schauspielerisch auf Captain Rex einzuarbeiten, die Sprache von Captain Rex anzunehmen. Ich bin also da dran, weil ich habe jetzt keine Interessen, Maul zu werden hier zu, ne, habe ich jetzt auch immer, ne, das Maul ist zwar eine tolle Figur, ich mache Captain Rex, besorgen mir irgendwie diesen Brustpanzer, ich frage mal jemand, ob er mir so, ne, diese Stulpen machen kann, die Armstulpen, die Panzer. Panzerung, den Gürtel. Und dann besorge ich mir noch eine tolle Armeehose. Richtig schwere Stiefel haben wir noch. Dann kommen wir als Captain Rex da rum. Dann mal gucken, welchen Helm. Stormtrooper-Helm. Ja, er hat mittlerweile einen Stormtrooper-Helm, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat also keinen Clone Trooper-Helm. Muss ich gucken, ob er einen Clone Trooper-Helm oder einen Stormtrooper-Helm hat. Aber ich habe ja Stormtrooper-Helm. Den nutze ich dann. Ja. Schauen wir mal. Kriegen wir hin. Captain Rex. Irgendwie als Story kriege ich den hin. Captain Rex als Story bekomme ich den sicherlich schauspielerisch irgendwie hin, um daraus irgendwas Schönes zu machen. Irgendwie eine tolle Clip-Geschichte. Ich bin ab sofort Captain Rex und ich sage euch, Jungs, Mädels, ärgert euch nicht, denkt bitte drüber nach, aber Amazon wirklich huldigt, ob ihr Amazon so machen wollt, weil die Auslieferung ist im Argen. Also das hat er mir auch gerade gestanden. Ja, also der Wagen war bis oben hin voll, ja, und das sind
private Subunternehmer, also selbstständige Subunternehmer, die da ihre kleinen Mini-Autos da durch die Gegend fahren. Da sind, ich habe ja gerade gesehen, also der war wirklich am Suchen, um an die Ware zu kommen. Welche Systeme er da hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls, ne? Kein Thema. Also jedenfalls hatte ich Glück, dass die Ware jetzt da ist und schwamm drüber. Also wie gesagt, Captain Attilis ist da, habe ich ja vorhin euch gezeigt. Dann die Kabuki-Geschichte da ist da, ach, ist alles da. Wie gesagt, überlegt es euch, ob ihr euch das wirklich zumuten wollt, dass nur Amazon da Kohle macht und alle anderen sterben da und ihr wirklich, ja, ist eure Zukunft, ich meine, soll mir egal sein. Ich bin Captain Rex, ich musste das einfach mal raushauen, ging nicht anders. Ab sofort bin ich ja Captain Rex in einer sogenannten schauspielerischen Umgebung, die ich mir noch ausdenken werde. Auch die Kluft, die dazugehört zum Captain Rex, ist klar, das ist ja eine Clone Trooper. Wir sind ja nun mal, also auch der Captain Rex ist ja immer noch von Boba Fett, beziehungsweise er hat seine Gene von Boba Fett, ist an sich auch ein Kopfgeldjäger auf einer Art, aber auch Captain Rex, wenn man das alles so sieht, in den Clone Wars, beziehungsweise jetzt hier auch bei Rebels, besonders Rebels Staffel 3, wo Captain Rex ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wird, der auch einige Einzelsachen macht. Worauf möchte ich hinaus? Ich versuche als Captain Rex diese Virtualität, in der wir uns befinden, online bei Facebook, wer Facebook intensiviert begutachtet, erkennt ja da, dass da einige mit Hass und was weiß ich nicht alles am Jonglieren sind, dass irgendwelcher Hass da irgendwie regiert oder so. Kommt natürlich drauf, wie man im Netz unterwegs ist, bekommt man es mit oder man bekommt es nicht mit oder man echauffiert sich oder man klingt sich ein. Meiner sieht das als Unterhaltung, auch die Rolle als Rex. Grüße, Captain Rex, entschuldigt. Als Captain Rex bin ich eine Fiktionsfigur, eine erdachte Figur, die hat es real vielleicht so ausschauend vielleicht gesehen, diese Person mag sein. Aber wie gesagt, es ist aus einer Feder, ist irgendwie diese Figur, wie alle anderen Figuren bei Star Wars, entstanden. Es sind Figuren, die lebendig wurden durch Schauspieler und durch ihre Interaktion. So, als Captain Rex Spielfigur. Noch bin ich ja nicht in dieser Montur, aber ich komme sicherlich, das kriege ich noch hin, werde ich fiktiv mal Themen aufgreifen, wie zum Beispiel die fiktive Gestaltung von Facebook. Facebook ist fiktiv gestaltet, wird aber zerrissen, weil wir uns eröffnen müssen. Wir müssen also mit unserem echten Namen dort agieren. Agieren wir nicht mit unserem echten Namen, müssen wir uns sogar ausweisen. Wir müssen den Ausweis digitalisieren, einreichen. Somit sind wir mit Haut und Haar bei Facebook registriert. Nicht als Captain Rex, das geht nicht, sondern als waschechte, reale Person. Deswegen kommt man da auch ein bisschen durcheinander. Facebook bleibt fiktiv. Alles, was da ist, sind wir selbst. Facebook, wie die alle anderen heißen, auch Amazon und so weiter, das sind nur Hallen, leere Hüllen, die wir füllen. Früher, wie alles angefangen hat, war eine feste Strukturierung und wir sollten uns daran erarbeiten oder uns erfreuen oder sollten uns das einfach aufnehmen gegen Gebühr. Hat nicht geklappt und daraufhin wäre beinahe das Internet gestorben. Und dann hat man gesagt, weißt du was, lass die User es selbst machen, die Anwender. Und dann klappte es. Und du, die Community, oder wie die Xing und was weiß ich, wie Venko oder keine Ahnung, Kiwego und Celimo, ach, Fiktionsnamen ohne Ende und plötzlich waren wir on air. Wir machten unsere eigenen Pages, wir machten unsere eigene Gestaltung, unsere Satzstrukturen, andere mochten es und so weiter. So, das ist ja weg. Heute sind wir ja nur bei Facebook unterwegs, überwiegend bei Facebook unterwegs. Und da kommen so, also an sich sollte man alles wegdrücken, was man nicht braucht. Und
dann hat man vielleicht eine Struktur. Aber eine Struktur kann schon mal langweilig werden. Gut, das Negative, das richtig gute Negative, also wirklich schlimm ist negativ nicht, aus negativ wird Positivität. Also das Negative überwiegt bei Facebook. Man kann sich da nicht so erfreuen, und wer es merkt, dass Facebook halt nur Fiktion ist, dass Facebook nur für Unterhaltungszwecke dienlich und auch so sich kennenlernt und auch kleine Geschäfte miteinander tätigt, ist das ja gut. Aber wenn ich mir das so angucke, hier heute da, wenn sogar die Telekom da so einen Quatsch raushaut da, dass zig Polizeieinheiten heute unterwegs waren, um Hassposter, also Leute, die ja angeblich nur Hass posten, was weiß ich, festnehmen. Also so viele Polizisten haben wir gar nicht. 1975, wie ich selbst Polizeianwärter werden wollte, beziehungsweise ich war Polizeianwärter, musste leider auch gehen, wegen angeblichem Hohlsenk-Spreizfuß. Keine Ahnung, was das da sollte. Egal, heute weiß ich ja Bescheid. Wir waren 1975 360.000 polizeiliche Anwärter zu viel. Wir waren zu viel. Ja, 1975 wollten zu viele Polizisten werden. Heute wissen wir, ist ja alles gestrichen. Ne? Heute Polizist sein heißt ja überwiegend irgendwo sitzen und schwitzen. Ja, sich bloß nicht bewegen, keine Kosten. Ne? Also das Auto nicht überstrapazieren, ne? Kosten, alles Kosten senken. Senken, Kosten senken, 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 Kosten senken. Ja? Und wenn man dann da, wie gesagt, in die Postings einsteigt hier, ich finde das so klasse. Gewöhnt euch mal an, hin und wieder mal Fehler einschleichen zu lassen in euren Texturen, weil dann habt ihr Gehör. Ihr kriegt da wirklich Gehör. Es macht viel Spaß, wie die Leute dann da sofort darauf reagieren. Der heißt so. Einer schrieb gerade Anakin, nicht Anakin Skywalker. Und schon geht die Boss. Ach, herrlich. Also man kann sich wirklich online amüsieren. Es kommt ja immer auf die Textur an. Es kommt nur darauf an, wie die Textur empfunden wird beim Lesen. Weil mir ist aufgefallen, es gibt ja gar keine Realität mehr so. Hör mal, hör auf, den Klaus zu triezen. Du weißt doch, wie der Klaus ist. Ne? Das ist Klaus Meinung. Und Klaus ist ja gar nicht so, wie der Klaus ist. Und dann ist das in Ordnung. So war es früher. Was früher, wenn, also aufgeregt, haben sich die Leute doch immer, egal worum es war. Ja, in der Kneipe, in der sogenannten Kneipenkultur ging es ja immer zur Sache. Und da wurden so manche Thesen rausgepfeffert und so manch einer hat da vom Leder gezogen. Dann kamen solche Sachen wie: Georg, du lebst ja immer noch bei deiner Mama, denk dran, du bist 45. So, wenn der Georg mit 45 bei seiner Mama wohnt und heute auf den Aboten thront, mit einem Handy bestückt oder mit einem Laptop oder Desktop bestückt, nicht nur auf den Aboten seinen allerwertesten Scheiß vertreibt, den er nachher abzieht in einer sogenannten Dumpfwolke, sondern das ganze Dumpfgebratene auch noch in seine elektronische Welt rausgehauen hat, ist es dennoch keine Unterhaltung gewesen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ganze Netz besteht an sich nur aus Seifenblasen, die man zum Platzen bringen kann. Ja? Das sind Seifenblasen, die man zum Platzen bringen kann, und so sollte man das Internet auch betrachten. Eine riesengroße Seifenblase, wo andere Bläschen sich anblasen sozusagen und dann irgendwann wieder pitsch, 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 pitsch. Ja? Wollte ich einfach mal so gesagt haben. Also ich habe wirklich so richtig Lust, also so richtig, so wie Captain Rex, soll das auch wirklich knallhart ein Thema gepackt werden und das Thema dann so richtig bomm rausgehauen werden, um die Ohren geschlagen werden, damit auch der Dümmste der Dummen eskapiert, worum es überhaupt geht. Ja? Wie gesagt, setzt es einfach mal ein, versucht es einfach, wartet ein paar Sekunden, also schreibt Anakin anstatt Anakin, ja? Oder sagt Revan und nicht Revan. Und schon merkt ihr, dass die Post abgeht. Glaubt es mir, es geht, es klappt. Und schon habt ihr den sogenannten Dialog, Monolog, hin und wieder sogar Prolog. Es geht dann richtig ab. Nein, es geht dann richtig ab. Die Musik da draußen sagt das Wort draußen, die Tür ist wieder weit auf. Und ihr habt ja auch gemerkt, wenn einer reinkommt, unterbreche ich meinen Monolog. Ich
freue mich auf Dialog. Ja, ich freue mich auf die Realität. Ist halt so. So, ich gehe gleich einkaufen. Und dann ist die Sache so ein bisschen vom Tisch. Also Captain Rex, ich will den Captain Rex. Den will ich so richtig. Na, so er ist. Der Clone Trooper. Ach, Captain Rex, ich werde mich einarbeiten. Ich werde mal gucken, wie er reagiert, wie er agiert, wie er spricht. Und versuchen, ihn schauspielerisch auf diese Leinwand, die YouTube sich, also die YouTube-Leinwand da zu einzuarbeiten. Ich habe also wirklich richtig Lust drauf, den Captain Rex ins Leben zu rufen. Mal gucken, ob es klappt. Versprechen kann ich es nicht. Ich unterbreche jetzt, weil ich bin jetzt mit meinem Monolog am Ende. Ja, jetzt können wir. Ich muss mal eben gucken, da werden Anakin und Anakin. Ne? Ihr wisst schon, ich liebe es. Es ist Anakin. Anakin und nicht Anakin. Ne? Und nicht Riven, sondern Riven. Ich liebe es. Ich liebe Star Wars. Ich liebe auch die Auseinandersetzung bei Facebook.